Hallöchen zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Guild Wars 2. Ja, das letzte Mal haben wir eine ganze Weile auf diesem elenden Kreiturm da hinten verbracht, haben uns verirrt, waren uns in den Höhenebenen nicht so ganz klar. Und ja, das hat uns ein wenig Zeit gekostet und ich habe meine Folge etwas überzogen. Aber ich hoffe, das macht euch nichts aus. Ich denke doch kaum. Und was werden wir in der Folge machen? Ich denke, wir bleiben noch ein wenig hier. Aus dem einfachen Grund, weil ich gerne noch die Herzquest erledigen will. Und vor allem den Aussichtspunkt da hinten holen möchte. Weil wir haben heute tägliche Aufgabe, Panorama-Genießerin des Zittergipfelgebirges. Und hier sind wir ja auch noch auf einer Karte des Zittergipfelgebirges. Danach möchte ich aber doch ganz gerne wieder Richtung der Story. Die ist schon im nächsten Gebiet. In besagten Mahlstromgipfel, die unter dieser Karte liegen, südlich dieser Karte. Und das ist dann wieder ein Maguma-Dschungelgebiet, glaube ich. Eine Map des Maguma-Dschungels. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Der Zittergipfel ist es aber auf alle Fälle nicht. Und Kryta dürfte es eigentlich auch nicht sein. Also bleibt nur ersteres, was ich gesagt habe. Glaube ich zumindest. Und ich sehe da auch gerade einen Riesenhai. Ist das ein Champion, dieser Riesenhai? Oder nur ein normaler? Oh, das ist Tatsache ein Champion. Ich glaube, mit einem Champion dürften wir doch leichte Probleme haben. Aber ich kann ihn ja mal angreifen. Mal gucken, ob das was wird. Ich befürchte ja nicht, aber wenn noch andere Spieler dazukommen würden, ein anderes Event von vorhin hat man auch schon erledigt. Von daher denke ich, es könnte eventuell möglich sein. Denn die Aufgabe hier für diese Herzquest ist ja, sammelt Quaggan-Schätze, besiegt Kreid und befreit ihre Gefangenen. Also ist es eigentlich genau dasselbe, was wir letztes Mal schon getan haben. Wir haben schlicht und einfach Kreid besiegt. So, jetzt mal gucken, ob da noch ein anderer Spieler dazu kommt. Nein, scheinbar nicht. Und der Hai setzt uns auch schon ganz schön zu. Ich würde sagen, ich ziehe da mal den Rückzug in Option. Oh, ja, und die Kreithexe schreit auch schon in der Gegend rum. Nee, ich denke, diese Champions sind ein wenig zu hart für uns. Für uns alleine. Deswegen würde ich sagen, ich hole mir erstmal die Wegmarken, die hier so um den See liegen und dann mache ich mal weiter. Gucke, dass ich als nächstes wirklich diesen Aussichtspunkt bekomme. Der würde uns nämlich am zweckdienlichsten sein. Und da unten ist ja noch eine Wegmarke. Ah, und das Quaggan-Dorf ist da natürlich auch. Na Mann, jetzt sind hier diese Skelke noch. Ma. Nervig. Nervige kleine Viecher. Gut, ich muss mich erstmal noch ein bisschen orientieren, wo ich hier was holen kann. Damit ich hier dann weiter die Karte erkunden kann. So, jetzt muss ich den Moor leider auch noch töten. Hab ihn mit den Kai zusammen angegriffen. Gut, okay, wie gesagt, hier die Events. Da eine Wegmarke, hier eine Wegmarke. Da oben ist ebenfalls ein Event. Da könnte ich auch gleich die Herzquest da erledigen, wenn ich da am Event teilnehme. Aber ich denke, ich belasse das mal, das Event und es wäre schon gut. Ich versuche mal noch hinzugelangen. Da drüben ist ja auch eine Wegmarke. Zur Not holen wir eben auch einfach die. Wenn wir zu spät kommen für das Event, machen wir das eben so. Ich mag ja meinen Rückenteil. Muss ich ganz ehrlich sagen, es verdeckt wirklich eine Menge des Charakters. Aber ich finde es halt optisch doch ganz, ganz interessant anzusehen. Und stören tut es mich auch überhaupt nicht. Wenn es euch stört, wie gesagt, meldet euch gerne. Sagt gerne etwas dazu. Würde mich interessieren. Oh, da ist auch gerade ein Kommandeur aufgetaucht. Allerdings an einer völlig anderen Map. Teil der Map, so wie es aussieht. Das nützt uns wenig. Wir sollten hier einen Kommandeur haben, der sich um die Champions kümmert. Und ich mitmachen kann. Naja, das wird wohl nichts. Ich gucke jetzt lieber, dass ich noch zu dem Dorf hier komme, zu dem Heilek-Dorf. Und da ein paar Kreid besiege für die Herzquest. Ah, warte mal, das ist jetzt hier anders. Hier müssen wir jetzt das Heilek-Dorf wohl zurückerobern. Es wurde schon von den Kreid eingenommen. Ja, guck mal sehen, ob das was wird. Ich befürchte nämlich, hier kommen immer neue Kreid und töten dann die Heilek. Sprich, es wird auch ein paar Spieler mehr benötigen, um das wirklich erfolgreich abzuschließen. Obwohl, es steht ja, dass es kein Gruppenevent ist. Also müsste es eigentlich auch alleine zu bewältigen sein. Aber ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wie gesagt, hier kommen auch schon wieder weitere Kreid. Aber es nützt uns ja trotzdem, um die Herzquest abzuschließen. So ist es ja nicht. Und wie es scheint, machen hier auch schon andere Leute mit.
Da werden schon kräftig Heileck wiederbelebt. Also passt das doch eigentlich ganz gut. Helfe ich da auch mal mit. Na los schon. Oh, da kommt ein Kite. So. Aber schon 10 von 12 Heileck wiederbelebt. Okay, dann werde ich mit der Herzquest wohl doch nicht annähernd fertig. Aber macht nichts. Ist nicht so schlimm. Dann erledigen wir die Herzquest ebenso, wie sie bedacht war. Und zwar entwickeln wir alchemistische Waffen, verteidigen Zutaten gegen Wildtiere und sammeln Zutaten. Ja gut, okay, in Ordnung. Okay, die Kreid flüchten wieder ins Wasser zurück. Also bringt es nichts, hier weiter Kreid zu besiegen, so wie es aussieht. Na gut, was müssen wir denn machen für diese Zutaten? Ich habe das hier noch nie regulär gemacht, muss ich zugeben. Ich habe bisher immer lediglich Kreid besiegt während der Events. Nützt es denn, wenn wir hier die Wildtiere besiegen? Bringt das was? Ich versuche das einfach mal. Und eigentlich wollte ich jetzt auch nicht diese Herzquest erledigen, sondern noch den Aussichtspunkt holen. Das wäre mir eigentlich wichtiger gewesen. Ja, doch, das bringt aber auch was. Oh, und wir hatten ein Level-Up. Deswegen hat es den Wurm gerade weggeschleudert. War mir jetzt gerade nicht so bewusst. Ja, sehr schön. Haben wir auch noch ein Level-Up geschafft in dieser Session. Das obligatorische Level-Up ist erreicht. Die 73. Wie sieht es denn aus? Was bekommen wir denn? Jawohl, Handwerkstasche und Heldenpunkte. Sehr schön. Oh, damit können wir auch gleich die Spezialisierung beenden. Ich mache noch kurz den Handwerksbeutel auf. Ja, wunderbar. Handwerksmaterialien immer sehr gut. Nein, nicht. Noch weiter öffnen. Ins Heldenmenü möchte ich gerne. Und die Spezialisierung hier dann noch gerne beenden. 8 Punkte müssten ja für beide jeweils noch sein. Sprich, 16 dürften reichen. Und zwar bekommen wir noch, erhaltet Macht, wenn ihr eine Fertigkeit einsetzt, die eure Energie unter die Schwelle bringt. Okay. Energieschwelle 50, da würde sich wahrscheinlich schon einiges an Macht ansammeln. Müsste ich mal ausprobieren. Würde natürlich einiges an Schaden mehr verursachen. Und während ihr eure Energie über der Schwelle liegt, wird die Heilungswirkung auf eure Verbündete erhöht. Während euer Energie unter der Schwelle ist, wird der Schaden, den ihr erleidet, reduziert. Okay. Klingt auch interessant. Aber hey, wichtiger ist mir dann jetzt doch, dass wir alle Spezialisierungen abgeschlossen haben und auch einen Erfolg dazu. Erfolgspunkte gab es dafür natürlich auch und eine Kiste mit einer weiteren Anleitung für die Nebelwächter-Rüstung. Dieses Mal noch die Beinschütze und da müssten wir dann, denke ich, wohl jetzt fertig sein damit, ne? Stimmt das wohl? Da müsste ich mich auch mal genauer darüber informieren. Wenn ihr mehr dazu wisst, könnt ihr mir da natürlich auch gerne Tipps geben, worum es sich dabei genau handelt. Gut, ich würde jetzt auf alle Fälle sagen, wir lassen diese Herzquest hier erstmal Herzquest sein und kümmern uns zuerst um den Aussichtspunkt, damit ich die tägliche Aufgabe auch noch abschließe. Das wäre mir dann doch eindeutig etwas lieber. Soll ich das Erz da noch holen? Könnte ich eigentlich machen, ne? Ja, warum denn auch nicht? Macht eigentlich inzwischen jemand den Hai oder so? Ich sehe zumindest nichts, aber ich sehe das Hai-Event auch gerade nicht. Der schwimmt da immer noch friedlich rum. Ich denke deswegen wahrscheinlich eher nicht. Na gut, dann eben nicht. Macht eben niemand den Riesenhai. Na, und die Kreithexe genauso wenig. Die ist nämlich dann noch ein Attacken schwerer. Aber an der müssten wir eigentlich auch relativ gut vorbeikommen, wenn wir es nicht darauf anlegen, sie zu besiegen. Ja, und wie gesagt, eigentlich liegen mir ja ein paar Champion-Herausforderungen, aber diese beiden Champions sind jetzt wirklich alleine kaum zu bewältigen. Sicher, wenn man irgendwie einen 80er hat, der gut ausgestattet ist und ihn auch einigermaßen beherrscht. Ist das zu schaffen? Habe ich auch schon geschafft, mit einem 80er die alleine zu erledigen. Aber so als levelnder Charakter, der noch nicht mal 80 ist und auch vom Equip her nicht auf aktuellstem Stand, ist das Ganze nicht ganz so einfach. Und hier bin ich falsch. Hier komme ich auf alle Fälle mal nicht hoch. Da muss ich anderswo hinschwimmen. Dann können wir auch diese Herzquest, wenn möglich, noch erledigen. So, zumindest ein paar Kreid erledigen. Oh, was ist jetzt hier schon wieder für eine
Oh nö, sag jetzt nicht, dass das Event bei den Hylek ist jetzt wieder da. Dann könnte ich nämlich das ganz einfach erledigen. Aber dann gehe ich jetzt nicht nochmal zurück. Nö, 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 das lasse ich jetzt. Das können wir auch das nächste Mal nochmal erledigen, wenn wir dann danach ist. So, aber es ist, glaube ich, auch nicht schlecht, wenn wir hier ein wenig noch die Karte erkunden und leveln, weil ich glaube, nachdem hier die ganze Geschichte mit der Kreidkugel vorbei ist, kommt dann auch schon das nächste Kapitel. Und das ist dann mit 80 und da müssen wir natürlich auch erstmal hinleveln. Sprich, wir müssen ein wenig gucken, dass wir auch nach wie vor etwas leveln. Nö, 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 das ist nicht dieses Event. Das ist das Event bei den Quaggern. Und ja gut, das könnten wir eigentlich für diese Quest hier machen. Aber ich möchte jetzt eigentlich wirklich gerne diesen Aussichtspunkt hier noch machen, weil ansonsten kommen wir nie dazu. Bis jetzt das Event wieder durch ist, ist die Folge dann vorbei. Und wie gesagt, ich möchte das gerne schon noch für die tägliche machen. So. Da muss man halt immer ein wenig Prioritäten setzen. Keine Frage. So, aber ein paar Kreid können wir unterwegs erledigen. Das ist überhaupt kein Problem. Au! Oh, diese elenden, kickenden Mistviecher. Echt, ey. Bah, dein Schadensfeld ist mir egal. Ich bleibe einfach darin stehen. So, jetzt kann es aber weitergehen. Ich hätte nicht darin stehen bleiben. Diese Zustände. Oh, ewig lange verkrüppelt. Als wäre ich nicht schon so langsam genug. Echt, ey. Oh, aufpassen, aufpassen. Schnell auf sicherem Boden, einigermaßen sicherem Boden, damit der uns nicht runterkicken kann. So. Und auch immer möglichst mit Rücken zur Wand stehen. Ja, ihr seht schon, ich habe da schon eine leichte Paranoia. Habe aber auch meine Gründe dafür. So, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen. Ich muss irgendwann mein Leben regenerieren lassen. Ansonsten kann das schnell mal hässlich werden. Genau, jetzt haben wir hier nämlich zwei Kreid am Hals und nur halbes Leben. Ja, das ist ja wieder super gelaufen. Aber na gut. Genau, ja, genau. Das passiert ganz gerne schnell mal. Na super, toll. Und ich habe immer noch Feinde da. Na gut, kurz die Haltung wechseln und ein wenig heilen. Oh, ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Wenn das so weitergeht, komme ich die Folge sowieso nicht mehr zum Aussichtspunkt hoch. Na, meine Güte. Naja, gut. Nichts zu machen. Wir müssen es nochmal angehen, wenn wir hier weiterkommen wollen. So. Ich müsste eigentlich sowieso öfters mal meine Haltung wechseln, damit ich Wut generiere und somit auch mehr Schaden anrichte. Und warum bin ich hier eigentlich immer noch im Kampf? Also wenn ich jetzt die ganze Zeit im Kampf bin, ist das echt ein Problem. Dann ist das nicht sehr witzig. Naja gut, wir versuchen es dennoch einfach weiter, uns hochzukämpfen. Das ist irgendwie deutlich ärgerlicher als noch in der Instanz. Da sind die Gegner allerdings auch nicht respawned. Ich glaube, einer von denen hat mich noch irgendwie im Kampf gehalten. Das kann wohl sein. Aber ist ja nicht schlimm. Sobald die besiegt sind, müsste das wohl erledigt sein, wenn sie uns nicht vorher besiegen. Oh, 10 Stacks Blutungen, ouch, ja, kein Wunder, dass es mich da noch umnatzt. Na gut, okay, wir können uns aber hier hochheilen. Solange die nicht respawnen oder andere Kreid vorbeikommen, dürfte das kein Problem sein, aber es ist natürlich dennoch ärgerlich. Das dauert immer so ewig und na klar, im letzten Moment schaut noch ein Kreid vorbei. Jetzt muss ich den besiegen, ansonsten wird das hier nichts. Na komm schon, stirb. Aber ich glaube, das müsste hinhauen. Wir haben uns ja zum Glück ein wenig hochgeretzt. Insofern müsste ich den niederhauen können, bevor der uns besiegen kann. Puh, ja. Klappt, klappt. Ich mache genug Schaden im Downstead. Sehr schön. Sehr schön. Hat das geklappt. Aber jetzt wirklich erst das Leben regenerieren lassen, bevor ich weitergehe. Mann, ist das mühsam. Es ist echt nicht schön hier. Es wäre vermutlich einfacher, wenn ich einfach durchlaufen würde, aber das will ich eigentlich nicht, weil wir erledigen hier ja durchaus auch noch unsere Herzquest, wenn wir hier Kreid erledigen. Das hat schon seinen Vorteil. Aber ist das ein Bruch, hier hochzukommen. Meine Güte. Hatte ich gar nicht mehr so in Erinnerung. Nicht so schlimm. Vielleicht stelle ich mich auch einfach gerade sehr dumm an. Kann natürlich auch sein. Da kratzt es mir doch direkt ein wenig in der Kehle. Entschuldigt, Leute. Da muss ich ein wenig husten.
Das kann auch durchaus mal passieren. Ein Schluck trinken hilft hoffentlich dagegen. Oh, nee, Mist, meine Stimme hört sich gerade furchtbar an. Da ist mir wohl irgendwas in den Hals gekrochen. Ein Staubkörnchen oder sowas. Fühlt sich auf alle Fälle gerade ziemlich gräuselig an. Naja, ist so schlimm. Wir kämpfen uns hier weiter hoch und hoffen, dass wir jetzt dann endlich oben sind. Aber wie mir in Erinnerung dringt, müsste das hier bald geschafft sein. Jetzt nicht noch runterschubsen lassen. Nein, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Oh, nee, nicht in dem Feld stehen bleiben. Das muss jetzt nicht sein. Oh, na klasse, jetzt sind es zwei. Oh, 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 oh. Oh, meine Güte, da verklicke ich mich auch noch. Ich will nicht wieder runterfallen, bitte nicht. Nicht aus dieser Höhe. Das wäre, glaube ich, unser Tod. Puh. Ist das hinterhältig? Es ist so richtig hinterhältig. Hat schon was von einem Jumping-Puzzle hier. So, gut, das hier. Den hier müssen wir auch noch besiegen, weil hier ist dann das Problem. Hier ist schon der Aussichtspunkt ganz in der Nähe. Und wenn wir hier noch im Kampf gehalten werden, können wir uns den nicht ansehen, den Aussichtspunkt. Das ist halt hier so ein bisschen das Problem. So, sehr schön. Haben wir das auch geschafft. Können jetzt hier hoch und ganz oben hier an dieser Planke ist der Aussichtspunkt. Jawohl, geschafft. Und hier drüben seht ihr auch die Kreitexe, die hier wütet und donnert und ja, alles Mögliche von sich gibt. Aber, jetzt können wir den Aussichtspunkt ansehen und somit auch den täglichen Erfolg abschließen. Sehr schön. Geschafft. Oh, bin ich froh, dass ich das geschafft habe, ey. Das war jetzt echt ein Krampf, hier hochzukommen. Na gut, und die Aussicht ist auch nicht so top. Ich meine, es sieht ja irgendwie schon recht beeindruckend aus. Aber, es ist jetzt nicht so herrlich anzusehen, muss ich gestehen. Gut, aber sei dem so. Wir haben hier das, was wir wollten. Wir haben den Aussichtspunkt und den täglichen Erfolg dazu. Oh, gibt wieder eine Candy-Corn-Tasche. Ja, es ist immer noch Halloween-Event. Wird es, glaube ich, die Woche auch noch sein. Also, wenn ihr noch die Erfolge haben wollt, müsst ihr euch vielleicht langsam ein wenig beeilen. Aber so zwingend notwendig ist das ja nicht. Wir gucken mal rein. In den Beutel, in den Halloween-Beutel, kriegen wieder etwas Buff-Food. Das ist ja ausgelaufen. Aber jetzt lohnt es sich nicht mehr, das zu nehmen. Die Folge ist ja schon bald vorbei. Das Candy-Corn kann ich eigentlich zu mir nehmen. Ist ja, glaube ich, auch eine tägliche Aufgabe. Und dann öffne ich hier noch die Truhe des Helden, weil darin befindet sich ja unsere ersehnte XP. Ja, sehr schön. Haben wir das auch. Und das Karma kann ich auch gleich einlösen. Sehr schön. Wunderbar. Verkaufe ich hier noch kurz den Staub. Wie viel bringt der denn? Oh. Ganz ordentlich was, würde ich sagen. Da verdienen wir ordentlich dran. Schön. Das hier kann hierher. Und um den Rest kümmere ich mich dann wohl eher später, außerhalb der Folge. Es wäre mir jetzt nämlich noch ein Anliegen, eine Wegmarke zu bekommen, die da vorne. Und eigentlich wäre es ganz schön, wenn ich noch das Event ein wenig mitmachen könnte. Aber ich befürchte, die Quaggern, die da gefangen genommen werden, sind schon beinahe alle erledigt. Und das, sprich, wir kommen da wohl zu spät. Wobei, so viele Kreid wären nicht mehr zu besiegen. Vielleicht schaffen wir es noch. Und es würde unserer Quest auch noch weiterhelfen. Schwupps, wir fallen ins Wasser. Ist nichts Schlimmes. Jetzt muss ich hier nur einen Eingang finden zu der Quaggan-Höhle. Ist da hinten einer? Ich glaube, es gibt nämlich zwei Zugänge. Jawohl, da kommen auch schon die Kreid heran, die da hineingehen wollen. Ah, ich muss ihn besiegen. Er hat mich gerade angegriffen. Aber ich glaube, die zählen sowieso auch fürs Event. Natürlich wäre es aber besser, wenn ich da reingehen würde. Zu dem Event. Naja. Wir kämpfen einfach mal dagegen. Unter Wasser sind wir mittlerweile, muss ich gestehen, relativ stark geworden. Also ich bin überrascht. Aber die Wiedergängerin haut hier echt rein mit ihrem Speer. Gerade den Zweier-Skill, der ist enorm mächtig. So, das interessiert mich gerade, ob wir da Tatsache von dem Event schon welche weghauen. Nein, tun wir nicht. Die Kreid hier draußen zählen nicht für das Event da drin. Aber das ist hier schon der Eingang. Das stimmt auf alle Fälle. So, wir gehen weiter hinein Richtung Event. So, hier drin ja auch noch einiges zu erkunden. Und mein Hauptziel, den Aussichtspunkt, den habe ich ja jetzt abgeschlossen. Also kann ich jetzt in Ruhe alles andere noch machen, was ich gerne wollte. Und auch hier zählt es noch nicht für fürs Event.
Aber da scheint da ziemlicher Stillstand zu herrschen. Die Quackans und die Kite bekämpfen sich scheinbar immer noch. Sprich, wir kommen eventuell immer noch rechtzeitig hin. Und die Herzquest machen wir so auch weiter, indem wir Kite besiegen. Also alles gut. So. Und scheinbar bin ich nicht der Einzige, der das Event macht. Oder die Quackans sind so stark und schaffen es Tatsache selber, die Kite zu vertreiben. So, der hier müsste doch jetzt aber zählen fürs Event, oder nicht? Hier sind auch noch mehr Kite. Eine ganze Menge davon. Los, stirb. Geh drauf. Ihr werdet diese Quaggan nicht zu euren Sklaven machen. Niemals. Wo war denn jetzt der andere Kite? Spinnig? Offensichtlich. Kite von Osten? Wo denn? Bin ich hier überhaupt im Osten? Ich glaube nicht. Ich bin im Westen. Nö, ich bin im Osten. Die müssen also von hier kommen. Ja, das sind sie auch schon. Tatsache. Boah, das sind aber eine Menge Kreid. Eine große Menge Kreid. Los. Besieg sie, Speer. Speerfertigkeiten. Ja, das müssen aber auch dann die letzten Kreid sein, die es hier zu besiegen gilt. Sehr schön. Ich glaube, da müsste doch wohl ein anderer Spieler hier noch das Event gemacht haben. Haben wir es also dem zu verdanken, dass wir das hier jetzt noch machen können. Jawohl, und einen Silberbeitrag hat es ja immerhin noch gegeben. Das ist doch was. Sehr schön. Und die Herzquest haben wir auch gleich abgeschlossen. Nö, die zählt hier nämlich gar nicht mehr. Ist das ein nerviges Ding. Ein nerviges Ding. Wirklich, wirklich. Aber hey, immerhin das Event abgeschlossen. Hat uns nochmal ordentlich EP gegeben. Und wir können ja gleich noch die Sehenswürdigkeit hier aktivieren. Wenn sie denn die Güte hätte. Hallo? Ich bin doch direkt bei der Sehenswürdigkeit. Ah, jetzt. Man muss offenbar sehr dicht daran schwimmen, damit man das mitbekommt. Oh, ein toter Quaggan. Das kann ich mir nicht ansehen, den muss ich sofort retzen. Ist das ein Händler oder ein... Rüstungsreparatur. Kann man zwar, glaube ich, auch verkaufen, aber das brauche ich jetzt auch nicht so dringend. Ah, da hinten ist noch ein Heldenpunkt. Den hole ich mir doch noch gleich kurz. Da muss ich nämlich, glaube ich, auch nicht kämpfen, sondern ich muss ihn nur aktivieren. Und dann kann ich auch noch gleich die Sehenswürdigkeit dahinter mitnehmen. Und da müsste ich dann auch ziemlich sicher stehen für das Folgenende. Ja, ich denke, dann werde ich da gleich auch die Folge beenden. Und doch, es scheint ein Quaggan zu sein, der vielleicht kämpfen will. Wollt ihr die traurige Geschichte von Kite und Quaggan hören? Ah, er will uns eine Geschichte erzählen. Ja gut, okay, das kannst du natürlich auch tun. Sehr traurig, aber Quaggan muss es sie erzählen. Ja gut, dann mach das doch. Ist keine komplizierte Geschichte. Quaggan haben friedlich im Wasser gelebt, viele Generationen lang. Als die Drachen ihren Dreck über Tyria verteilten, mussten Quaggan fliehen. Ja, leider. Wohin seid ihr gegangen, habe ich gefragt. Quaggan schwimmen hoch in die Luft, an Land. Quaggan hatte keine Wahl. Aber im flachen Wasser fanden Quaggan andere Feinde. Kreid sind am schlimmsten. Sie versklaven Quaggan. Oh, das ist traurig. Aber ihr habt überlebt. Okay, was eine Geschichte. Aber ja, wirklich traurig. Arme kleine Quaggans. Na gut, wir holen uns noch die Sehenswürdigkeit. Das will ich dann doch noch kurz tun. Das ist scheinbar hier diese recht friedliche Unterwasserhöhle. Halbunterwasserhöhle oder Unterwassersee, könnte man so ein wenig sagen. Ja, schön. Gesellen wir uns doch gleich wieder zu dem Quaggan zurück, um die Folge zu beenden. Ja, die Session damit auch gleich. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dann!